Hallo Popo. Hier ist der Tim. Und heute teste ich für euch die Ludus Klamor Kopfhörer, ja? Aufgrund meiner ausgezeichneten YouTuberischen Qualitäten und weil ich auch das andere Modell des Herstellers bereits so gut getestet habe, hat mich der Hersteller gebeten, auch dieses Modell seiner Kopfhörer zu testen. Und dann wünsche ich euch mal viel Spaß beim Zuschauen. So, hier sehen wir das Produkt auf Amazon. Ludus Klamor Kopfhörer in Ear, Weird Ohrhörer mit Mikrofon und Bass, Premium Audioqualität, neuartiger Memory Form, verstärktes Kabel, Headphones mit Lautstärkeregler für iPhone, Apple, iPad, derzeit für knapp 20 Euro. Die Produktinformationen sind: Größe ca. 1,20 auf 5 auf 1 cm, Gewicht etwa 18 Gramm, mit Verpackung 23 Gramm. Modellnummer Klamor. Klamor ist Latein und bedeutet ja das Weinen. So, dann haben wir hier noch ein paar schöne weitere Fotos von den Kopfhörern. Die gibt es in verschiedenen Farben. Hier einmal sind die Kopfhörer am Strand. Dann haben wir noch ein Bild. Die Kopfhörer waren auch schon mal in Paris. Das nächste Bild ist dann auch nochmal in Paris. Da chillen die auf so einem Stein. Im nächsten Bild sehen wir irgend so einen komischen Halbneger, wie er ja Xbox spielt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welches Spiel das ist. Ist das Uncharted vielleicht? Ja, man weiß es nicht so genau. Ja, könnt ihr euch ja selber mal genauer anschauen. So, die technischen Daten sind dann noch angegeben mit Impedanz 32 Omega plus minus 15%. Empfindlichkeit 92 dB bis 1 kHz. Schalldruck 92 plus minus 3 dB. Frequenzbereich 20 kHz bis 20.000 kHz. Stecker 3,5 mm. Kabellänge 120 plus minus 5 cm. Ja, 5 cm ist ja auch die Länge, die den männlichen Zuschauern meiner Videos auch sicherlich sehr geläufig ist. Das Paket ist angekommen. Und dann wollen wir es mal gemeinsam auspacken. Und das hat sich im Karton befunden. So, Ludus Klamor Kopfhörer. Klamor ist Latein und heißt, ja, das Weinen. Schauen wir uns erstmal noch die Schachtel etwas genauer an. Hier, Cable Length ist angegeben mit 1,2 Metern. Maximal Input Power sind 5 Megawatt. Dann der Sound Pressure sind 92 dB. Frequency Response sind 20 Hz bis 2000 Hz. Und THD ist angegeben mit 0,1 Promille. Ja. Und dann schauen wir mal, was in der Schatulle. Wie? So, oi. Ja, ihr seht gleich, ich habe Kopfhörer in blau bestellt, passend zu meinem Hemd. So, holen wir das mal hier raus und zack. Hier haben wir wieder so ein Sporty Bag. Ja, das kann man hier so zuziehen und die Kopfhörer darin verstauen. So, ich lege das hier mal zur Seite. Und hier drinnen, so sind die Kopfhörer. Hier haben wir nochmal diese extra Aufsätze, kennen wir ja schon, von den Ludus Turbo. So, und dann holen wir mal die Kopfhörer raus. So. So sieht das Ganze dann aus. Und so sieht das Ganze von der anderen Seite aus. Befreien wir erstmal die Kopfhörer hier vom Korsett. So. Zack. Und schon fliegt alles auseinander. So, ja, ich finde, blau ist eine sehr schöne Farbe. Denn blau ist gut. So. Hier haben wir schön das Firmenlogo. Und so steckt man die sich dann in die Ohren. Ja. Hier haben wir wieder dieses schön quasi geflochtene Band. Ja. Und hier? Ah, nee. Ich dachte, hier könnte man es enger machen. Aber dem ist nicht so. Also bei den Turbo-Kopfhörern. Ich hole mal schnell die Turbo-Kopfhörer. Hier sind die Ludus Turbo. Die haben wir ja letztes Mal getestet. Und da hatte man so einen kleinen Slider, um das hier enger zu stellen. Der fehlt jetzt hier leider. So. Aber dafür hat das Bedienelement bei dem Klamor mehr, ja, Funktionen. Hier kann man zum Beispiel, wie ihr sehen könnt,
Addition und Subtraktion rechnen. Und was das in der Mitte ist, weiß ich nicht. So weit sind wir in Mathe leider noch nicht. So. Hier haben wir wieder so ein schönes Kondom, das die Klinke schützt. Also hier ist wieder so ein kleines Kondom, das die Klinke schützt. Das finde ich sehr gut, weil das kann ich ja dann auch für mich verwenden, für den Coitus. So. Und dann haben wir hier noch drin diese kleine Schutzvorrichtung der Kopfhörer. Und ja, wieder so eine kleine Karte. So. Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Ohrhörer entschieden haben. Um unser Produkt und unseren Service zu verbessern, wählen wir nach dem Zufallsprinzip Kunden wie Sie aus, über deren Erfahrung und Produktbewertung auf Amazon wir uns sehr freuen würden. Für Ihre hilfreiche Rezension erhalten Sie gratis 6 zusätzliche Haare Memory Foam Ohrstöcke. Stücke. Schicken Sie Ihre Produktrezensions-URL und Ihre Bestellnummer bitte an ludosgift@gmail.com. Sie erhalten Ihr Geschenk innerhalb von 7 Werktagen nach Eingang Ihrer E-Mail. Disclaimer: Diese Werbeaktion liegt ausschließlich im Ermessen des Herstellers. So, ja. Sehr schön. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht bei jedem mit dabei. Und hier haben wir nochmal, ja, das kennen wir ja schon vom letzten Mal. Ja, da steht hier dann noch so ein bisschen lames Zeug drauf. So. Dann zeige ich euch noch, wie man die Kopfhörer so, wenn man die so zusammenwickelt, kann man die hier in dieses Sporty Bag reinstecken. Ja. So. Zack. Schön drin alles. Ich kann sogar die Ersatzstöpsel mit reinstecken. Und wenn wir dann zuziehen, ist alles schön verstaut. Ich stecke das mal in meine Sakkotasche. Habt ihr gesehen, wie schön das im Sakko liegt? Ja. Dann holen wir die mal wieder raus. So, zack. Und hier sind noch diese gummiartigen, diese Oldschool, sag ich mal, Gummis. So. Die kann man dann ersetzen. Das geht relativ einfach. So. Indem man nämlich die Klinke so nimmt und dann kann man die hier so draufstecken. Ja, und dann ist sogar immer noch Platz für einen zweiten. So, und so kann man die sich dann ins Ohr stecken. Beginnen wir mal hier bei 0. Und schauen mal, wie weit wir kommen. Ja, hoi. Weiter als der Maßstab ist, ja. Ich würde mal schätzen, das sind dann so ungefähr, ja, so 1,60. Was die wiegen, denn schließlich trägt man die ja die ganze Zeit und da sollen die ja schließlich nicht zu schwer sein. So, und dann legen wir die doch so mal drauf. So, ne, schön auf der Waage bleiben. Das ist gar nicht so einfach. Ich mache das mal anders. Ich lege erstmal das hier drauf. Ja, und pariere. Ja, ja, ja. 16,20 Gramm. Und dann wollen wir mal schauen, wie die so klingen. Rein in die Ohren. Entschuldigung, war ich nicht. Kopfhörer sitzen sehr gut, dichten auch, ja, gut ab, bequem. Und dann drücken wir mal auf Play. Hier ist der Tim und er hat für euch etwas mitgebracht, nämlich Kopfhörer. Skratta, Kopfhörer. Oh ja, die Kopfhörer, die sind so richtig mega, mega. Wie ein Penis vom Neger. Meine Kopfhörer sind voll der Master. Sie sind wunderschön, spricht euch du Hurensohn. Ah ja, die Musik, Quantenphysik. Ich finde Huren, Digga, was willst du denn? Meine Kopfhörer sind voll stabil, ja.
Ich will sie lecken und sie reinstecken. Ah, ja, ihr Fotzen, ihr bringt's mich echt zum Kotzen. Kopfhörer auch, denn ich hab riesen Schlauch. Meine Kopfhörer, Digi fett, Alter. Sie sind auch voll laut, wie Frauen, die man haut. So, und nun hören wir zum Vergleich noch die Turbo, die ich ja schon letztes Mal getestet hatte, um zu schauen, ob wir da einen Unterschied bemerken. Und dann drücken wir gleich mal wieder auf Play. Ja, so, ich habe, wenn ich jetzt ehrlich bin, irgendwie gar keinen Unterschied zwischen dem Clamor und dem Turbo gehört. Deswegen mache ich noch einen dritten Gegentest. So, für den Gegentest benutze ich wieder die JBL, die ich auf der Straße gefunden habe. Und höre mir damit denselben Song mal an. So, und Start. So, also, und ja, also hier jetzt die dritten, die ich gehört habe, hatten einen besseren Bass und mehr Brillanz. Ja, also kurz gesagt, deutlich besser. Aber, jetzt teste ich nochmal etwas, und zwar hier diese Bedienelemente. Und zwar, wie mache ich das denn am besten? Ich stecke die einfach mal an mein Handy ran, während ich aufnehme. Audio wird... Das stand viel zu kurz dran. Audio wird über das Headset aufgenommen. Aha. Anscheinend wird jetzt das Audio über das Headset aufgenommen. Das heißt, wir können auch gleich das Mikrofon testen. So. Ich drücke jetzt hier mal auf die Play-Taste. Oh, kann ich euch das irgendwie zeigen? Ich drücke hier auf die Play-Taste in der Mitte. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, gar nichts. Aber nämlich, ich muss kurz die Aufnahme beenden, um das zu testen. Ich habe gerade hier diese Funktionsknöpfe getestet. Wenn man hier das Play drückt, dann fängt es tatsächlich an, Musik zu spielen. Man kann damit lauter und leiser machen. Und wenn man angerufen wird, kann man mit dieser Play-Taste auch abheben. Zarathustra stieg allein das Gebirge abwärts und niemand begegnete ihm. Als er aber in die Wälder kam, stand auf einmal ein Greis vor ihm, der seine heilige Hütte verlassen hatte, um Wurzeln im Walde zu suchen. Und also sprach der Greis zu Zarathustra: Nicht fremd ist mir dieser Wanderer. Vor manchem Jahre ging er hier vorbei. Zarathustra hieß er, aber er hat sich verwandelt. Damals trugst du deine Asche zu Berge. Willst du heute dein Feuer in die Täler tragen? Fürchtest du nicht des Brandstifters Strafen? Ja, ich erkenne Zarathustra. Rein ist sein Auge, und an seinem Munde birgt sich kein Ekel. Geht er nicht daher wie ein Tänzer? Verwandelt ist Zarathustra. Zum Kind ward Zarathustra. Ein Erwachter ist Zarathustra. Was willst du nun bei den Schlafenden? Wie Meere lebtest du in der Einsamkeit, und das Meer trug dich. Wehe, du willst ans Land steigen. Wehe, du willst deinen Leib wieder selbst schleppen. Zarathustra antwortete: Ich liebe die Menschen. Warum, sagte der Heilige, ging ich doch in den Wald und in die Einöde? War es nicht, weil ich die Menschen allzu sehr liebte? Jetzt liebe ich Gott, die Menschen liebe ich nicht. Der Mensch ist mir eine zu unvollkommene Sache. Liebe zum Menschen würde mich umbringen. Zarathustra antwortete: Was sprach ich von Liebe? Ich bringe den Menschen ein Geschenk. Gib ihnen nichts, sagte der Heilige, nimm ihnen lieber etwas ab und trage es mit ihnen. Das wird ihnen am wohlsten tun, wenn es dir nur wohl tut. Und willst du ihnen geben, so gib ihnen nicht mehr als ein Almosen und lass sie noch darum betteln. Nein, antwortete Zarathustra, ich gebe keine Almosen, dazu bin ich nicht arm genug. Der Heilige lachte über Zarathustra und sprach also: Sieh zu, dass sie deine Schätze annehmen. Sie sind misstrauisch gegen Einsiedler und glauben nicht, dass wir kommen, um zu schenken. Unsere Schritte klingen ihnen zu einsam durch die Gassen. Und wenn sie nachts in ihren Betten einen Mann gehen hören, lange bevor die Sonne aufsteht, so fragen sie sich wohl: Wohin will der Dieb? Gehe nicht zu den Menschen und bleibe im Walde. Gehe lieber noch zu den Tieren. Warum willst du nicht sein wie ich, ein Bär unter Bären, ein Vogel unter Vögeln? Und was macht der Heilige im Walde? Fragte Zarathustra. Der Heilige antwortete: Ich mache Lieder und singe sie. Und wenn ich Lieder mache, lache, weine und brumme ich. Also lobe ich Gott.
Mit Singen, Weinen, Lachen und Brummen lobe ich Gott, der mein Gott ist. Doch was bringst du uns zum Geschenke? Als Zarathustra diese Worte gehört hatte, grüßte er den Heiligen und sprach: Was hätte ich euch zu geben? Aber lasst mich schnell davon, dass ich euch nichts nehme. Und so trennten sie sich voneinander, der Greis und der Mann, lachend, gleich wie zwei Knaben. Als Zarathustra aber alleine war, sprach er also zu seinem Herzen: Sollte es denn möglich sein? Dieser alte Heilige hat in seinem Walde noch nichts davon gehört, dass Gott tot ist? So, erstmal ein Schluck Wasser, um den Drachen freizuspielen. Das ist ein alter Trick. Ah, so, dann habe ich euch die Ludus Clamor auch mal gezeigt, ja? Ich hoffe, ihr hattet beim Zuschauen des Videos genauso viel Spaß wie ich beim Erstellen des Videos. Ich gönne mir jetzt erstmal einen Kaffee, aber zuerst eine Nase davon. Ah. Ja, ich hoffe, ihr hattet beim Zuschauen des Videos genauso viel Spaß wie ich beim Stellen des Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Male.